Hey und herzlich willkommen, wir gehen zum Altar-Raid. Und falls ihr gerade den Dreier liest, ja, morgen ist keine Erwartung, aber kein Stress. Es ist Mittwoch und um Mittwoch 9 Uhr resettet eh alles. Also bevor ihr jetzt Angst habt wegen den Heldenquest, runterkommen. Ihr könnt ganz normal alles machen. Und ihr könnt vor allem mittwochs auch mal ganz entspannt zum Mittags-Altar-Raid gehen, ohne zu denken, ach ja, vielleicht ist die Wartung noch so lange. Ich brauche dringend mehr Stadium. Ansonsten kann ich mir nämlich nicht die Insignia, nee, die Kubusse, Kuben, die ganze Zeit kaufen. Kostet ja immer 500 die Woche. Wenn man dann nicht nochmal legendäre Coupons, Ulti-Coupons, alles kauft. Gleich fängt's an. Wir haben uns entschieden, hier die Barrikaden zu machen, dann weiterzugehen. Ne? Wir. Ich bin nicht verrückt geworden. Pascal ist mit dem DS, es ist alles gut. Er war nur bisher leise. Oh Mann, das ist. Ja. Ja. Es ist noch nicht mal Chloe neben mir, also ich kann das noch nicht mal auf sie schieben. Die hängt immer noch hinten ab und pennt. So geht das. Okay, Idios hätten hier theoretisch einen Buff, aber wenn die Asmus hier sind, dann sind die Asmus hier. Das Tor schmilzt halt so schnell. Ich kann nicht springen. Auf jeden Fall, da hatte ich aber AP bekommen, das heißt, eine Belohnung kriege ich. Alles kaputt. Können dann ja gleich weiter. Also, es ist halt die Frage, es ist mittags und wir könnten halt auch, also zum einen möchte ich hier noch ein paar, obwohl doch, das mal weiter. Zur 5 oder zur 1? Okay. Ich würde tatsächlich eben mal kurz bei der 1 am liebsten schauen. Ob dort Asmo oder Idios sind, genau wer dort ist. Und sonst können wir immer noch von dort aus zur 5 rüber. Wenn wir dort nämlich einen 5er Asmo-Buff haben, dann nehmen wir die aber sowas von ein. Also, so als Erklärung: 5er Asmo-Buff, du bist halt quasi Morph, bis auf dass du auch noch zusätzlich richtig stark gehealt wirst. Also, du bist Gott. Ja? Ein laufender Panzer, der die ganze Zeit dabei auch noch repariert wird. Also es ist halt einfach krass. Als Etherdech, aber ja. So, ja, okay, stimmt. Ja, hast recht. Die anderen sind alle noch so ein bisschen mittelalterlich. Okay, wir haben einen Buff. Wir haben aber nur in Stufe 1er Buff. Edios. Dann lass uns mal zur 5 gehen. Wir haben ja Zeit bis 11 nach, dann spawnt ja erst. Übrigens, wenn ihr auf Stormwing oder auf Siddus. Gibt es überhaupt Siddus noch? Ja, ne? Ja. Bist du auch durch? Ja, der Windstream hier hasst mich. Wenn ihr auf den Servern seid, es muss nicht sein. Also bei uns auf Odin beginnt der Altar-Raid jetzt aber um 6 nach und die Bosse spawnen um 11 nach, aber die Server sind nicht alle ganz synchron. Zumindest waren sie das damals zu Valhalla-Zeit noch. Ich weiß nämlich, wir hatten immer sehr genau den Raid und dann wurden wir zusammengelegt, ja, mit Comedo und Baldur. Und dann war so, wieso ist die Raid-Zeit auf einmal? Wo ist der Raid? Findet der nicht statt? Und alle haben sich so, die Comedo-Spieler haben sich gedacht, so, hä, ist ganz normal. Und für uns war das halt wirklich spät. Irgendwie 9 nach oder so, wenn ich mich richtig erinnere, hat es dort erst angefangen, war halt wirklich spät. Ganz ehrlich, es gibt momentan keine Instanz, wo ein Hase nicht zählt. Wenn ihr beispielsweise in der HK den Hasen weniger habt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr ihn nicht getötet habt. Ja, es gibt so ein paar Hasen, die laufen gerne raus. Bis zur Barrikade, also bis zur Brücke, habt ihr 6 Hasen. Keine einzige Instanz, in der ich drinnen war, hatte zu wenig Hasen. Nur. Ja, was ich euch aber als Tipp gebe, kauft euch für den Notfall im Goldsand-Shop diese Rücksetzrollen für die drei Instanzen. Dann habt ihr zumindest die Chance, eventuell einen Fehler auszugleichen. Du bist auch in der 5 drin, ne? Ich sehe dich gerade nicht. Achso, ja gut, okay, dann ist es klar, dass ich dich nicht sehe. Das war jetzt gemein. Damit kann ich ja nicht rechnen. Genau. No. Ausgetrickst hat er mich. Wann bekommt man gratis Young Taler denn wieder?
Gar nicht. Wobei, also eigentlich sollte das Youngtider-Event ja enden am Mittwoch. Da aber keine Wartung ist, wird es noch eine Woche weiterlaufen. Und es könnte auch sein, dass man auch dann eine weitere Woche im Echtgeld-Shop die kostenlose, der Shop will sich gerade nicht öffnen, die kostenlosen Youngtider kriegt. Ach komm schon. Ich hasse das übrigens. Also der Shop ist so. Jetzt ist er da. Der Upgrade sind. Nee, unter Event. Oh, wo ist nochmal Event da? Ist auch nicht da. Also es kann auch sein, dass nur in der ersten Woche die waren. Oder dass sie schon nicht mehr kaufbar sind, weil das Event ja eigentlich schon zu Ende ist. Also, ja. Wobei wahrscheinlich, wenn ich hier raufklicke, müsste sich ja jetzt der Shop öffnen. Nee, kann man nicht mehr kaufen. Alles gut. Ist aber auch gut so, ne? Also bevor jetzt jemand denkt, ich würde hier jemanden anstiften wollen zu kaufen, bitte. Ihr kennt meine Einstellung dazu. Und wenn nicht, dann solltet ihr euch mal so ein paar Videos, so Stichwort Solores, ansehen. Dann seht ihr meine Meinung zum Cashen. Jetzt gleich ist aber der Typ wieder. Dann geht's hier recht zügig. Ich kann den Devanion-Skill wechseln. Trap-Tricks. Ich habe jetzt nicht gespeichert gehabt, egal. Ich muss halt mit dem schlechteren Skill den hier kaputt machen. Genau, ja, wegen den Barrikaden. Und bevor mir jetzt ein SM schreibt, ja, wenn du dich ins Target nimmst und auf dich selber Titanic ancastest, dann machst du sehr wohl auf Toren Barrikadenschaden. Ich weiß, aber ich habe keinen Bock. Das ist so lästig dafür, dass es so kurz ist. Und vor allem, wenn man da ist, wo alle sind, hast du auch teilweise echt keine Zeit, die ganze Zeit Titanic zu casten, weil es wirklich lange castet. Ja. Da ist in dem Moment mit hoher Wahrscheinlichkeit das Tor schon längst tot. Also unabhängig davon, dass man halt weniger Schaden macht. Aber es geht hier echt nur darum, überhaupt Stadium zu kriegen, weil man mittags, wenn man Stadium kriegt, auch direkt viel kriegt, weil halt auch nicht viele da sind. Ich habe keine Dispelpots in der Leiste mehr, sehe ich. Ja, muss gleich mal Mules durchsuchen, wo ich noch Dispelpots habe. Ich habe garantiert noch irgendwo tausende von Stacks. Da haben wir ja alle. So, die 2 ist eingenommen, haben Post bekommen. Ist halt jetzt die Frage, wo gehen wir von hier aus hin? Wir könnten zur 3. Sehr wahrscheinlich, dass dort Asmus dran sind. Und vor allem, wir können ja jetzt eh in die Mitte porten, ne? Ja, lass uns mal zur 3 runter. Es ist nur eine Idee, weil die anderen sind ja zur 3 oder halt zur 7. Die 3 ist gerade eingenommen worden. Okay, das ist doof. Port mal mit nach unten und dann gehen wir zur 7. Übrigens könnt ihr jetzt beim Raid sogar erkennen, nachher, wenn das vorbei ist, wo der entsprechende NPC für Stadium kaufen, also für die Kuben, ist. Das ist nämlich der, wo der Stellar-Eintritt ist. Wenn ihr nicht beim Raid war, könnt ihr es nicht sehen. Ansonsten, wenn ihr beispielsweise das Damage Meter IDPS benutzt, könnt ihr anschauen, euch das anzeigen lassen, wurde mir jetzt gesagt. Ich habe das noch nie selber ausgetestet. Also ob das funktioniert. Die 4 wurde gerade grün. Ich weiß halt echt nicht, wo die Asmus sind. Das ist immer ein bisschen das Problem. Wenn ihr jetzt Odin Asmo nicht in Evolution drin seid, bekommt ihr weniger Stadium auf jeden Fall. Nur das ist immer die Frage, wollt ihr in eurer eigenen Digi sein? Wollt ihr viel Stadium haben? Haben sie überhaupt Platz? Ne? Es ist ja, wie gesagt, eine sehr große Digi und halt, weil sie die Altare einnehmen, weil die also dafür gebaut ist, um die Altare einzunehmen. Sind Tauben drin? Sind viele Tauben drin? Ja, sind viele. Ist sie soweit wie gedreht, also das hier geht nicht mehr. Lass mal Rückkehr machen. Nee, auf der anderen Seite sind hier auch Edeos. Lass mal Rückkehr machen und zur 11 oder zur 9 halt eins von beiden. Ja. 11, 9, 6, 8, so in die Richtung. Wir haben hier, nee, Edeos haben Portale, auch zur 11 und zur 9. Ich hasse es immer. Manchmal haben Asmus Portale, manchmal Edeos. Es ist halt lästig, wenn wir es nicht sind. Wenn man damit sich sehr, sehr schnell, vor allem zu 8, die super lästig ist, hinporten kann. Ja. Ich glaube, wir hätten sogar noch easy noch zur 1 mit rüber gleiten können. Ich glaube, dort nehmen jetzt die Asmus doch noch ein, dass sie die wegholzen, die paar, die da waren. Das Edeos-Buff. Die 6 ist gerade grün geworden. Okay. Bietet sich ja an. Pause mal im Dreier leer. So.
Wir müssen aber kurz hier aushelfen. Ich kann ihn nicht sehen. Ich wollte gerade nur dem... Er ist auf der anderen Seite? Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade nur dem Kteri helfen. Jetzt ist der Asser weg. Weg, 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 weg. Nee, ich hatte ihn gefeiert und der ist in der Wand dann gewesen. Ich brauch dringend wieder das Bild, oder? Vor allem beim Altar-Rate ist das echt essentiell. Sag mal, wie viel hält denn der aus? Das ist ja unglaublich. Mir ist das zu blöd. Ja, ich muss auf PvE gehen, sonst krieg ich zu viel. Vor allem, weil ich kein Display-Port im Moment habe. Alter! Oh naja, Display-Port. So. Naja, gut. Dann nicht diesen. Dann können wir. Warte, ich kann mich sterben lassen und dann rüber zur. Kommen jetzt die Tauben oder kommen sie nicht? Weil dann würde ich zur. Zur Elf rübergehen und dann. Leute, die lassen sich halt von 3 Asmus rausbohren. Rauspushen. 9 meine ich. Komm her, wir gehen mal ganz kurz nackig und dann zum Boss. Also auf PvP, das ist wie nackig. Lass uns von denen killen. Das war okay. Ist gerade grün geworden. Sag mal, was machen denn die Asmus? Mann, jetzt echt Pause, um heute Abend leichter einzunehmen. Finde ich jetzt ja nicht cool. Ist alles grün? 8 nicht. Ach so, die hatten 5er Buff. Oh, nicht gesehen. Also, ja, 11 können wir nicht einnehmen, aber wir können noch mal unten ist an der 10 trotzdem noch versuchen, weil es halt die letzte ist. Die 8 können die Idios importen, da kommen wir nicht vor denen hin. Kann halt wirklich sein, dass momentan von der, wie die Leute halt einnehmen, na, das wird sehr oft von Idios eingenommen, das ja auch von Asmus und so weiter. Genau, okay. Dass momentan überall gerade Idios 5er Buffs sind. Die Idios nehmen nämlich sehr wenig ein. Beim Altar-Raid. Und dementsprechend sind die Buffs sehr hoch. Die 10 hat auch einen 5er Buff, genauso wie die 8, die 3 und die 6. Anders gesagt, es ist mehr als schwer. Also da müssen da wirklich wenige sein. So ein 5er Buff ist halt wirklich... Gott. Ja, es ist, du hast so viel Heal. Es ist halt, ich glaube, das sind 20k, die dir immer wieder reinticken. Es ist unglaublich viel. Und du hast so erhöhte Werte. Es ist halt unangenehm. Wir können auch hier eben schauen. Ja. Aber das ist es halt, weil die Idios tendenziell weniger beim Altar-Raid sind. Die Karte hier spricht natürlich genau die gegenteilige Sprache. Aber, ja, da sind massig. Das erklärt auch, wieso der eine eben so aus... Ja, das ist aber Stufe 4 Buff. Na, ja, nicht Stufe 5, möchte ich immer anmerken. Das aber erklärt auf jeden Fall, wieso der eine so unglaublich viel ausgehalten hat. Ja gut, dann ist der Altar-Raid definitiv vorbei. Da brauchen wir uns gar nichts drum zu machen, dass... Wenn die Buffs so hoch sind, kannst du halt echt nichts machen. Wir können mal schauen, was bei den 2 Festungen bei rumgekommen ist. Das einzig Gute, der ist... Heute Abend Stufe 3, der ist Stufe 4, der ist Stufe 4. Die gehen ja wieder runter. Wenn die jetzt einnehmen, gehen sie eine Stufe runter. Es tingelt sich halt alles ein. Ich schau jetzt mal. Es ist 2 Stück, ne? Also ich habe 5 und 15. Ist wirklich karge Ausbeute gewesen, aber es geht schlimmer. Ja. Oh, und übrigens, das ist jetzt an die Aufnahme, den Kubentypen. Ihr könnt ihn auch ansprechen, selbst wenn der Altar Idios ist. Also der ist Byte-Fraktions-NPC. Ihr könnt da ganz normal reinlaufen. Achtung, nicht unbedingt während dort Idios drin sind und nicht unbedingt, wenn ihr gar kein Gear tragt. Also ein bisschen Schaden machen die Wachen halt doch. Und das könnt ihr trotzdem machen. Also das ist gar kein Problem, selbst wenn das hier alles Idios sein sollte. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dann beim nächsten Altar-Raid oder abends, wenn ihr abends lieber geht. Schön Stadium ansammeln und bis denn.